Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei mir, Mr. Steve Rehman, zur neuen Aufnahme. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist der Herr Christian. Hallo. Ich bin auch dabei. Du bist der Christian, ich bin auch dabei. Den haben wir auch schon ein paar Mal gebracht. Na gut, egal. Willkommen zurück, Freunde. Heute wird's sehr spannend. Neuen Baufolge. Ah, nein. Quatsch. Wir sind wieder unterwegs. Spannend? Obwohl, wenn man den so zu... Hä? Das sieht irgendwie komisch aus, ja. Ist das normal? Hätten wir das richtig? Meine Mama hat aber was anderes gesagt! Oh, ein Fisch. Das sieht irgendwie hier mit dem Rahmen irgendwie diese nee. Umrandung. Nee. Soll das so? Ja. Das ist so richtig so. Na gut. Jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau, wir wollen zum ersten Bunker gehen. Also wir haben uns überlegt, kurz ob wir ein bisschen was bauen, aber wir haben jetzt erstmal genug gebaut. Deswegen haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, weil wir auch noch immer noch nicht wissen, was wir hier mit diesen... Warte mal, bevor wir losgehen, ich würde mir dir mal kurz mal zeigen, wie ich mir das hier so gedacht habe. Wie wir dieses Problem hier lösen mit dem Zaun. Und zwar nämlich einfach... Warte. Ja, bitte. Warte. So. Muss ich jetzt da hinkommen? Und nämlich, wenn du... Ach, warte mal, da könntest du ja sogar... Ja, da kannst du ja die Zwischendinger könntest wegmachen. Könntest du... Nee, könntest du nicht, oder? Nee. Doch, das könntest du so hier, aber das geht wieder nicht so. Hä, da fällt er ja sogar richtig runter. Hä, das ist auch albern. Na ja, gut, ja, das hier ging ja nicht, deswegen muss man das hier unten hinlegen. Und hier so drauf. Und so könnte man... Ja, die Zwischendinger wegmachen, weiß ich nicht. So sieht es mehr nach Stabilität aus, oder? Wenn die weg wären. Also macht optisch mehr her. Also. Weiß ich nicht. Könnte aber auch zu wuchtig aussehen, wenn man hier die ganzen Stämme dafür benutzt. Irgendwie. Aber mir fällt auch nichts anderes ein, außer ein Stickzaun. Aber der Stickzaun ist in dem Teil irgendwie. Ich weiß auch nicht. Nee, das ist nicht schön. Vielleicht, ach, das ist auch wieder, das ist auch zu beengend irgendwie. Das wirkt das irgendwie wie so ein, als hätten wir hier eine Schießscharte. Ich mach mal. Aber wenn du so machst, dann ist es hier wieder zu hoch. Dann müssten wir wirklich die Teile wegmachen. Dann würde ich es eher so machen. Hast recht. Dann mache ich das, glaube ich, so. Und so. Die kann man sogar dazwischen rauspflücken. Alles klar. Achso. Ich mag das Geräusch. So. Ist halt die naheliegendste Lösung irgendwie. Warte mal. Aber ich würde am Eingang. Ich würde am Eingang hier trotzdem die Teile lassen, einfach wegen der Optik, weißt du? Hm. Dass du da, vielleicht kann man da noch ein Feuer drauf machen oder so irgendwie. Oder hier oben hinhängen. Ja, hier oben hinhängen, das ist auch cool. So als Schädellampe. Könnte man tun. Das gibt einen Boom. Leider kannst du da jetzt kein... Hey! Ich brauch mal ganz kurz ein. Nee. Das habe ich ja gerade erst gebaut. Oh. Bring ich dir doch gleich wieder. Jetzt ruft mich mein Bruder an. Okay. Jo. Hallo? Ist das ein Taschenanruf? Ich glaube, das ist ein Taschenanruf. Hallo, können Sie mich hören? Ich rufe aus Ihrer Tasche.
Oder Maxim, rufst du gerade mit dem Handy von deinem Vater an? Ja, okay, gut. Ja, das dachte ich mir jetzt gerade fast. Entweder Hosentaschenanruf oder der Kleine. Kartonhöhle hat er jetzt auch. Ja, schön. Ja, wir haben uns noch eine Dachbox gekauft fürs Auto. Das ist ein richtig Karton. Ja, klar. Da kommt mir die eine Folge von SpongeBob gleich in den Sinn. Genau. Mit einer Menge Fantasie. Ja, aber wir nehmen gerade auf, deswegen ich dachte, ich gehe mal kurz ran, vielleicht was Wichtiges oder so. Auch das kommt noch. Wart's mal ab. Das hat er auch schon gemacht. Der hat schon mal beim Rhein nicht angerufen. Ja, schön, schön. Aber wenn er dann wenigstens reinsprechen würde. Ja, der rennt ja dann immer mit total erschrocken. Ja, das geht mir ähnlich, wenn ich dann plötzlich bei einer Institution rauskomme. Jedes Mal nein, auf die Anrufgeber nicht. Nein, auf die Anrufgeber nicht. Ja, das macht er ein paar Mal. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich hab's ja fast erwartet, dass er jetzt irgendwas sagt. Ah, ja, kann passieren. Das ist ja eigentlich gar nicht so einfach, so einen Anruf zu starten, aber der schafft alles. Ja, du musst ja nur auf den Hörer, im Grunde. Ruft er jetzt WhatsApp an, ne? Nee, ich glaub, nee, das hätte ich nicht gesehen, das ist normaler, glaube ich. Oder? Nee. Ach nee, ist wirklich ein WhatsApp-Anruf, nee, hast recht. Da musst du nur auf den Hörer oben. Ja klar. Die können das besser als wir. Ja. Ja, vielleicht hört man euch sogar leise jetzt gerade auf der Aufnahme, weil das Mikro relativ fein eingestellt ist. Schauen wir mal. Ja. Gut, dass du keine Daten gesagt hast oder so. Hätte ich, weiß ich nicht, sonst wäre aber die Tonspur kaputt gewesen. In dem Fall. Nee, passt schon. Jo, und euch auch. Bis dann. Jo. Ciao. Ciao. So. Schön mit in der Aufnahme drin, ja. Das war wirklich sehr, sehr originell. Ja, da hat mich Latter Kleine angerufen. Sehr schön. Siehst du, wenn er. Hat man den Anruf gehört? Nee. Also hat man gehört, was der Inner gesagt hat? Nee. Ah, okay. Oh, ist ja fast schade eigentlich. Na gut. Wo war ich? Genau, ich wollte sagen, wo wir hingehen. Ich habe ja, wir haben ja vor der Folge nochmal kurz gelunzt, wo wir theoretisch hin müssen, weil ich das alles nicht auswendig kenne. Ich war ja theoretisch bei den wichtigsten Bunkern schon mal, aber das fällt mir alles immer nicht so ein, deswegen habe ich geguckt. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich weiß, wo wir hin müssen. Ein Bunker, den wir jetzt ausgraben müssen. Du wolltest auf jeden Fall nochmal gucken, ob du mir noch Munition geben musst. Dixite Maintenance, oder Maintenance, weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Bunker A. Requirements Shovel. Item of Note. Gut, das spoilere ich mir nicht mehr. Aber ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist schon mal sehr gut. Da können wir hinfliegen. So, was wollte ich dir? Munition, ja? Nur kurz mal nach Munition gucken. Werden wir brauchen, wahrscheinlich. Hast du eigentlich Scheiße am Bein? Bist du wieder durch Scheiße gelaufen? Du hast Scheiße am Bein. Frechheit. Das ist die Scheißhaufen. So. Munition. Du musst schon hier bleiben. Jetzt kann ich nicht mehr in deinen Rucksack. Jetzt. So, was haben wir denn da? Hier ist die Munition. Schrot, gell, Steins. Schrot war's. Mal sehen, wenn ich dich weiterschiebe, landest du vielleicht im Wasser? Nein, doch nicht. Willst du noch Gewehr oder so?
Na, ich habe ja Gewehr und Schrot und du hast Pistole und Betäubung. Genau, dann nimm mal noch die Gewehrmunition. Genau, da kannst du mir theoretisch, wenn du noch hast, die Und ich anderen beiden gerade geben. die warte mal. Nö, ich habe nur Gewehr und Schrot. Ach so. Ja, toll. Hast du wieder nichts für mich? Habe ich dir alles schon gegeben damals. Na gut. Aber wir können Aber weißt du, was mir die aufgefallen Lederbeutel noch ist? aufmachen, damit du vielleicht da auch was drin hast. Zum Beispiel, ja, gerade eine gefunden Ja. hast. Na gut. Ja. Wir haben den Absprungpunkt noch nicht fertig gemacht. Haben wir zufällig die Ingredients dafür? Nein. Ach, scheiße. Na gut, dann müssen wir es ohnehin kriegen. Jetzt können wir ja immerhin etwas erhöht vom Haus abspringen. Warte mal. Ich gebe dir mal noch die, die ich gerade gefunden habe. Ah, der Dirigent möchte gerne Das? den Einsatz geben. Ja. Danke. Dann würde ich sagen, Gut. ohne viele Umschweife, bevor die Folge schon wieder vorbei ist, dass wir Ja. wenigstens schon noch mal was Sinnvolles machen. Muss mein Solarfeed-Erz noch auslagern. Solarfeed? Ach so. Ich glaube, das muss ich auch. Solar. Wo müssen Hier wir ist ja gar nichts. Solarfeed? Ich glaube, dafür haben wir gar keinen Platz mehr, kann das sein? Weil das hier ist ja voll. So ein Quatsch. Hier ist schon wieder alles voll. Ja, ach. Ich behalte Einfach meins einfach auf geschissen. Tasche. Wenn wir eh noch nichts machen damit, dann brauchen wir es erstmal noch nicht. Am Ende brauchen wir wahrscheinlich so 300 Solarfeed, um einen Punkt irgendwie auf der Axt zu verbessern oder so. Das stellt sich raus, dass wir eigentlich schon viel mehr hätten sammeln müssen. Das sehe ich kommen. Nee, das brauchen wir nicht. Das ist wichtig, dass das symmetrisch ist. So. Calvin, Sie passen auf das Autoradio auf. Wir vertrauen Ihnen unser Hab und Gut hier an. So, fliegen Sie vor. Okay, let's Diesmal go! fliege ich nach. Aber ich kann nicht so schnell fliegen. Ich habe es zwar letztes Mal ein bisschen versucht. Also auf der Testmap. Da ging's. Aber so ganz raus habe ich es trotzdem noch nicht, weil ich trotzdem kontinuierlich an Höhe verliere. Aber das habe ich damals bei Mario auch immer noch nicht hingekriegt mit der Was passiert Flugcap. denn, wenn wir uns rammen? Dann fallen wir bestimmt runter, könnte ich mir vorstellen. Das ist aber Was ist denn los? Bist du über unsinnig. mir oder unter mir? Ja, ich bin über dir. Und jetzt bin ich links von dir. Geiersturzflug. Kennst du noch Mystic Knights? Muss man sagen, Erde wo unter mir? Wasser, das mich umgibt. Hallo. Okay. Drückst du da irgendwas oder gehst du nur runter und dann wieder hoch? Nur runter hoch. Wie weit runter? Wie steil? Du kannst extremst steil runtergehen. Aber nur kurz dann demnach. Und dann bist du höher, ja? Ja. Guck mal, ich bin Okay. mega über dir. Gut, das versuche ich jetzt mal. Auch schöne Plätzchen hier. Fliegst du außen rum oder fliegen wir durch die. Hallo. Ja, ich würde. Ah, ja, okay. Jetzt bin ich auch höher gekommen. Ich glaube, ich krieg's so langsam raus. Ich würde. Naja, wir müssen halt um den Berg da hinten rumfliegen. Den Berg, den ich normalerweise überfliegen konnte, wenn wir den Absprungpunkt haben. Ist halt jetzt so. Okay, man steigt relativ weit auf. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich finde das ja fast ein bisschen unrealistisch, will ich mal sagen. Ich will mich zwar nicht jetzt großartig beschweren, aber. Oh, guck mal, da war das Lager, wo wir schon mal waren. Wo ich Hier schon mal waren wir schon übernachtet mal habe. kurz. Wollte ich nicht eigentlich vorfliegen? Ja, mach das doch. Ja, dann lass mich doch. Soll ich jetzt bremsen oder was? Ja, bitte.
kann nicht bremsen, kann ich nur abspringen. Also runter. Fall. Ich kann nicht lesen. So. Ist hier irgendwie dann eine Schneise rein? Oder? Ja, eine Schneise rein, und zwar vorn am Strand. Bei dem Fluss? Da, wo der Fluss am Strand reingeht, und da an der zweiten. Ja, nee, an der dritten Biegung. Aber die, nach, die Richtung Osten zeigt von dem Fluss. Da ist das Ding. Okay, ich habe die Map gerade offen. Hier, hier ist ja die Yacht. In der Bucht. Das ist ja auch hübsch. Ja, 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 da war ich letztes Mal. Ja, da muss man nicht hin. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen ein Stück landeinwärts. Ich klicke mal ein bisschen tiefer. Ein bisschen tiefer. Hm. It's me, Mario! Das Rote auch. Wuhu! Roter Rauch? Ach, hier, guck mal, meinst bei dem? Hier ist ja, es. Hier geht's rein. Und da. Ich glaube, da, wo der Rauch ist, müsste es sein. Hier ist die erste Biegung. Da ist eine Biegung nach links. Und daneben müsste es sein. Ungefähr in der Nähe vom Rauch. Dem normalen Rauch, ja. Dem normalen Rauch, ja. Praktischerweise. Oder unpraktischer? Hm. Und zwar, das müsste. Na wohl, nee, doch nicht. Das ist ein Stück weg davon, glücklicherweise. Da unten, wo der Kran ist, müsste es sein. Das ist die Dickside. Die Dickside. So. Hier müssten wir theoretisch richtig sein. Und ich bin sogar mal vor dir angekommen. Ja, du wolltest ja auch vorfliegen. Ach so, du hast mir. Okay, gut. Du hast also auf mich gehört. Gut, das ist sehr nett. Guten Tag. So, da hinten müsste es sein, bei den Theodoliten. Hm, ich kann mich erinnern. Das ist der, den ich auch den ich noch in Erinnerung hatte, aber ich wusste nicht mehr genau, wo der ist. So, hier war das doch. Schaufel irgendwie hier? Auf Shortcut? Nee, gell? Ich zeig das mal kurz für die Aufnahme. Die Schaufel war. Nee, die war, glaube ich. Nee, war die im Koffer? Mhm, nee. Die war rechts. Ja. Ja, ich muss erstmal übertrieben langes Inventar laden, kein Problem. So. Rechts, ah ja, hier. Hier ist eine Uhr. Ja, man findet ja wirklich was, wenn man einfach so wahllos hier rumgräbt. Manchmal. Vorhin habe ich dich ja die ganze Zeit, als du gekniet hast, voll geschubbert. Machen. Also ich weiß gerade gar nicht, was der hier macht, ob das sich die Schaufel jetzt irgendwo reingeschoben hat. Ne, der wählt die gerade aus. Ja, was auch übertrieben lange dauert. Ah, na gut. Ich will mich nicht allzu sehr beschweren. Wir fangen einfach mal an zu graben. Warum gräbst du eigentlich da? Ja, weil das hier irgendwo sein muss, nicht? Na, wie, hier ist doch das Schaufelsymbol. Wo ist ein Schaufelsymbol? Hier. Oh. Hä, aber Schaufelsymbol habe ich hier aber nicht. Und ich habe die aber nicht ausgeblendet, soweit ich weiß. Ne, jetzt, nachdem wir angefangen haben, ist es nicht mehr da. Ach, da ist das weg. Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Knochen. Ich komme mir irgendwie gerade vor wie bei 7 Days. Gleich finden wir eine Kiste. Genau, da müssten gleich die Kannibalen kommen. Genau. Oh, schau! Ich will dann aufmachen. Kannst du doch.
Maintenance A. Endlich mal ein bisschen Progress. Vielleicht. Oh. Folgen Sie mir. Und los. Munition. Munition. Pass auf, das sieht sehr verdächtig und sehr gefährlich. Siehst du, was da auf dem drauf ist? Hier? Wo drauf? Auf dem. Siehst du den Rombo hier? Ja. Siehst du, was auf dem drauf ist? Nein. Bei mir ist er hier drüben. Und da ist aber was drauf, da ist so eine Figur drauf. So eine Ballerina. Nee, schade. Schade. Will man echt die Babys da drüben erst machen, oder? Ja. Oh, guck mal, das sind Solarplatten. Achso. Ach nee, es war ja in der anderen Map, wo ich so viele gebraucht habe schon. Oh. Ja, wow. Ja, blöd, dass ich die jetzt nicht abgelegt habe. Na gut. Das dazu. Alt. Gucken Sie bitte richtig. Ja, hast du jetzt eingesammelt? Wen? Die Farbe. Timer. Oh. Dann, meine Damen und Herren, wir spannen Sie noch ein bisschen auf die Folter. Sie werden in der nächsten Folge sehen, was sich in diesem Raum verbirgt. Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Ihre Gastgeber, Mr. Steve Revan und Gysi7. Bis dahin. Macht's gut.